Das ist Sarah. Sie packt ihren Koffer, denn sie möchte in den Urlaub fahren. Es ist noch viel zu tun und zu bedenken und vorzubereiten. Die Geranien, den Mohn und die Löwenmäulchen auf ihrem Balkon vergisst sie unterdessen. So geht das nicht, sagt Sven Bentin. Der Wurzelraum in kleinen Gefäßen ist begrenzt. Es steht sehr wenig Substrat für die Pflanzen zur Verfügung. Der Wasservorrat im Wurzelraum der Pflanzen ist vor allem im Sommer, nach spätestens 2 Tagen aufgebraucht. Die Löwenmäulchen auf Sarahs Balkon verdursten. Für solche Fälle hat Sven Bentin Sören entwickelt. Ein Bewässerungssystem, welches den Pflanzen direkt im Wurzelraum das Wasser zur Verfügung stellt. Problemlos überdauern die Pflanzen die Urlaubszeit und der Gießaufwand wird reduziert. Sarah befüllt nur noch den Speicher von Sören mit Wasser, bevor sie in ihren Urlaub fährt. In jedem der Töpfe befindet sich unten ein Wasserreservoir. Das Wasser wird von den Wurzeln über ein Vlies aufgenommen. Das regulieren die Pflanzen ganz selbstständig, je nach Bedarf. Mit einem Schlauch werden die Reservoirs der einzelnen Töpfe miteinander verbunden. Sobald Sarahs Pflanzen das Wasser aus dem Boden aufgesogen haben, öffnet sich ein Schwimmerventil. Neues Wasser kann aus dem Speicher nachlaufen. Dank Sören versorgen sich die Pflanzen stets selbst und nach ihren Bedürfnissen mit Wasser. Wenn Sarah nun aus dem Urlaub zurückkommt, sind ihre Löwenmäulchen prächtig gewachsen und blühen vielleicht ganz üppig. Während Sören Sarahs Pflanzen auf dem Balkon versorgt, kümmert sich seine kleine Schwester Dana um die Pflanzen auf der Fensterbank. Malte ist genau der Richtige, wenn es um die Versorgung von Pflanzen auf einer Terrasse oder im Garten geht. Bisher besteht das Bewässerungssystem aus Verpackungsmaterialien, so kann es in jedem Haushalt nachgebaut werden. Ich will Sören, Dana und Malte noch viel weiter voranbringen, deshalb gestalte ich den Produktentwicklungsprozess Open Source. Ich lade alle ein, das Bewässerungssystem nachzubauen und weiterzuentwickeln. Wie können wir die Gefäße möglichst schön gestalten? Wie und wo verstauen wir den Wasserspeicher und wie kann das Produkt ökoeffektiv werden, also so, dass es nicht im Verpackungsmüll landet? Es soll in einem Kreislaufprozess neuen Produkten oder der Natur zugutekommen. Unterstützen Sie mich, damit wir gemeinsam an der Perfektionierung des Systems arbeiten können. Seien Sie Teil einer großen Gemeinschaft und lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass eine offene Produktentwicklung möglich ist. Ich bin Sven Bentin, Landschaftsarchitekt und Stadtökologe.